Herzlich willkommen zu unserem heutigen, zum zweiten Edu Hangout, ich weiß gar nicht, wie wir es aussprechen, im Rahmen unseres Programms Schule in der digitalen Welt. Eigentlich sollte Anne Lützelberger heute hier sitzen, die ja das Programm eigentlich moderiert und umsetzt. Die ist leider kurzfristig erkrankt und ich bin sehr gerne heute eingesprungen dafür. Und vertrete sie ja heute gerne. Mein Name ist Birgit Ossenkopf. Ich bin auch beim Stifterverband im Handlungsfeld Bildung tätig und betreue da unter anderem das Deutsche Lehrkräfteforum. Ich habe aber in der Anfangszeit das Programm Schule in der digitalen Welt mit betreut. Das heißt, ich habe es sogar mit einer Kollegin zusammen entwickelt, das Konzept geschrieben und die Ausschreibung formuliert und war auch beim ersten Netzwerktreffen dabei und bin jetzt ja, eigentlich ganz angetan davon, was aus diesem Programm geworden ist, wie es sich jetzt entwickelt hat. Und ja, bin froh, dass ich heute hier mitmachen kann und würde auch in dem Rahmen gleich, ich habe gehört, im Netzwerk gilt das Arbeitsdu. Das würde ich gerne auch heute hier mit nutzen und hoffe, dass alle damit einverstanden sind. Ja, ich moderiere nur. Die wichtigste Person ist Kai Taube, heute unser Impulsgeber. Auch Mitglied im Netzwerk Schule in der digitalen Welt. Vielen Dank, Kai. Hallo erst nochmal. Schön, dass Hallo. du deine Zeit, dass du Zeit gibst, um deine Erfahrungen hier zu teilen. Und einige Teilnehmende werden dich sicher von den Netzwerktreffen kennen, aber vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Ja, hallo erstmal, Kai Tauber von der BE16 aus Hamburg, Netzwerkmitglied und ich bin mir sicher, wir haben uns schon mal gesehen, sofern hier Personen aus dem Netzwerk sind. Danke nochmal an Birgit, dass du das so spontan machst. Und falls Anne irgendwie zuhört, gute Besserung. Ja, ich freue mich, dass ich das heute hier machen darf und bin gespannt. Genau. Ja, Kai hat auch für das Lehrkräfteforum schon mal ein Webinar abgehalten, zusammen mit seinem Kollegen Sascha Warnig. Und ich erinnere mich, das war eines der kurzweiligsten und unterhaltsamsten Webinare in der ganzen Reihe. Insofern freue ich mich auch sehr auf den Nachmittag heute. Ja, was haben wir vor? Diese Hangouts wurden von Anne hauptsächlich ins Leben gerufen als Ersatz für das Netzwerktreffen, was wir jetzt eigentlich im März geplant hatten. Das musste ja leider ausfallen, mussten wir leider streichen. Und ja, Anne hatte die Idee für diese Hangouts, um allen Beteiligten im Netzwerk eine Möglichkeit zu geben, sich regelmäßig und kontinuierlich zu aktuellen, ganz konkreten Themen einmal auszutauschen. Also ganz im Sinne von kollegialer Beratung oder wie jetzt, ja, als eine Session wie in einem Barcamp. Und das heißt, wie in einer Barcamp-Session lebt auch die, ja, lebt die Session von euren Beiträgen. Das heißt also, wir sind sehr gespannt auf eure Beiträge und ja, hoffen, dass ihr euch auch rege heute beteiligt. Zum Ablauf. Kai würde zunächst mit einem kurzen Impuls starten, zu seiner These, der steilen These, wie ich finde. Das war das Beste, was hätte passieren können. Schulschließung als Chance. Und diese These lädt geradezu, glaube ich, zu Widerspruch, zum Nachhaken, Nachfragen ein. Und dazu möchten wir euch einladen, auf jeden Fall, auch gerne schon während seines Impulses, aber natürlich dann vor allem auch danach. Das könnt ihr gerne tun über den Chat, indem ihr da eure Anregungen, Anmerkungen, Ideen, Fragen eingebt oder indem ihr im Chat vermerkt, dass ihr euch gerne zu Wort melden möchtet, gerne per Audio oder Video. Damit das funktioniert und bevor jetzt die ersten Fragen, wo ist der Chat, muss ich euch alle zu Referenten ernennen. Das werde ich jetzt schnell noch einmal machen. Bei einigen funktioniert es automatisch, bei anderen müsst ihr erst noch mal zustimmen. Dann könnt ihr nämlich auch den Chat benutzen und könnt auch jederzeit eure Kameras und euren Audio, eure Mikrofone freischalten. Ich würde aber bitten, dass solange Kai jetzt spricht oder jemand anders, dass ihr grundsätzlich eure Mikrofone aushabt, wegen der Rückkopplungen und der unangenehmen Nebengeräusche. Aber das kennt ihr sicher aus den verschiedenen anderen
Videokonferenzen, in denen wir jetzt wahrscheinlich auch alle regelmäßig mal sitzen. Genau, da ist schon Mike. Hallo, das hat schon geklappt. da auch jetzt noch mein allerletzter Hinweis und der muss natürlich immer sein. Wir wollen das Hangout gerne auch anderen zugänglich machen. Wir möchten gerne, dass auch andere davon profitieren und möchten es daher aufzeichnen und anschließend auf der Webseite des Stifterverbandes auf der Programmseite veröffentlichen. Wenn ihr also nicht möchtet, dass ihr gesehen werdet, dann lasst einfach eure Kameras aus. Und wenn ihr auch nicht möchtet, dass eure Namen zu sehen sind, dann benutzt einfach ein Pseudonym. Dann würde das auch nicht, dann seid ihr auch nicht zu erkennen. So, das wäre es zu meiner Vorrede. Gibt es eurerseits noch Fragen zu den Funktionen, zum Chat? Habt ihr den Chat gefunden? In den mobilen Geräten müsste, glaube ich, so kleine Männchen zu sehen sein. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr den Chat nicht findet, unter Fragen, gekennzeichnet mit einem Fragezeichen, eure Anmerkungen sonst stellen. Ich habe den Chat gefunden. Das klingt schon mal gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass es bei allen geklappt hat und übergebe jetzt an Kai, den ich jetzt noch mal suchen muss hier in meiner Liste und als Moderator einrichte, damit er jetzt seinen Bildschirm teilen kann. So, jetzt habe ich wieder geklickt, meinen Bildschirm übertragen. Also nochmal vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ich meine, dass das alles mit der letzten Umfrage von Anne zusammenhing und da durfte man ja auch Rückmeldung geben. Und irgendwann schrieb sie mich dann halt mal an mit dem Programm oder mit dem, was sie vorhat, diese Ersatzformate für unser Netzwerktreffen, das es ja leider erstmal nicht gibt oder was zumindest verschoben wird. Und ja, sie meinte dann halt, dass die eine Aussage, die sie gelesen hat, fand sie ganz spannend. Und ich fand die natürlich auch ganz spannend, als ich die geäußert habe, weil das natürlich auch ein bisschen mutig war, das so zu schreiben. Aber in der Tat, ganz pragmatisch betrachtet, für uns als Projektgruppe hier an der Schule war das tatsächlich, also das mit dieser Corona-Krise und den Vorab-Schulschließungen, war das Beste, was passieren konnte, weil es so richtig voranging, weil plötzlich sich alles verändert hat in der Schule. Und das ist so ein Punkt, den ich gleich nochmal darstellen will, wie wir das erlebt haben hier. Nikolai Branik kann leider nicht dabei sein, der ist beschäftigt aktuell, deswegen mache ich das jetzt allein. Ansonsten sind wir zwei Personen hier an der beruflichen Schule Fahrzeugtechnik und ja, quasi die Projektverantwortlichen für die ganze Sache. Und für uns ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Ja, und Ziel ist es natürlich, in den Austausch zu gehen und dann auch von eurer Seite ganz viel zu erfahren, wie ihr das wahrgenommen habt und vor allen Dingen, was wir aus dieser, ich nenne es Chance, machen können und insbesondere auch machen müssen für die Zeit, wenn es dann mal wieder normal wird und alle an den Schulen sind und wir den in Anführungsstrichen normalen Unterricht durchführen, was man aus diesen vielen Wochen jetzt eigentlich mitnehmen kann. Deswegen habe ich das nochmal aufgeschrieben hier, das war das Beste, was hätte passieren können und das natürlich als große Chance für uns mit Blick auf Digitalisierung im Kontext von Schule. Das habe ich irgendwann auch mal geäußert in den letzten Wochen, weil so viele Verschwörungstheorien ja aktuell unterwegs sind, dass man hätte auch sagen können, das kam vom Bildungsministerium, damit in den Schulen endlich mal was passiert. Hat man sie erstmal dicht gemacht und das alles mit dem Virus legitimiert. Aber das ist es natürlich nicht. Aber was sich für uns natürlich verändert hat, und das habe ich eben schon gesagt, dass sich das umkehrte von, wir sind seit Mai 2019 hier im Projekt und das Ganze fing relativ schleppend an, diese ganzen Prozesse. Man hat natürlich wie immer, Veränderungen heißen Widerstände, das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist ja auch absolut okay. Und man ist dem Kollegium förmlich hinterhergelaufen. Und just im März 2020 hat sich das plötzlich geändert. Für einige Personen unserer Schule war das dann so ein 24-7-Einsatz, weil man nicht mehr hinterherlief, sondern das kehrte sich um. Man wurde verfolgt und kannst du nicht mal und ihr habt doch schon und ihr könnt doch und wie sieht's denn eigentlich aus? Funktioniert das denn auch? Und das hat sich in den letzten Wochen nicht verändert. Das wird ja immer mehr, dass die Arbeitszeit sich gern auch mal ein bisschen die Nacht verschiebt und das macht aber auch Spaß, weil man jetzt so ein bisschen die Früchte erntet, die man gesät hat. Und das passiert einfach ganz viel. Und auch eines unserer Ziele, die wir formuliert haben, diesen Kulturwandel in unserer Schule zu initiieren. Ich will nicht sagen, dass er schon komplett stattfindet. Zumindest ist die Offenheit
dieser so vieler Dinge, die auch mit Digitalisierung zu tun haben, gewachsen. Und das sind natürlich große Chancen, die wir aber auch, und das haben wir gemerkt, einfangen müssen, dass da keine falschen Bilder entstehen. Und ja, das ist unter anderem dann auch ein Punkt, über den wir gleich noch reden wollen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, dass das Thema Datenschutz beschäftigt uns natürlich auch. Rein zufällig bin ich und Nikolai auch in der AG Datenschutz in unserem Projekt. Und da haben wir natürlich auch mitbekommen, zum einen, dass Datenschutz ja kein böses Thema ist, sondern dass es auch echt Spaß machen kann, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Dennoch hat es erstmal ganz viel ausgebremst und es bremst auch immer noch ganz viel aus, keine Frage. Und man muss es sensibel behandeln. Und dann gab es plötzlich die Zeit, dass es im März dann hieß, okay, Datenschutz ist jetzt erstmal unwichtig, jetzt macht mal so gut, wie es geht und alles ist erlaubt. Und dadurch ist in den Schulen natürlich richtig was losgetreten worden, da ist richtig was passiert, unter anderem auch diese ganze Microsoft-Geschichte. Und zwischenzeitlich hörte man auch mal, dass das KMK sich mit Google auseinandergesetzt hat, also auch Begriffe, die man vorher gar nicht in den Mund nahm. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Und man fragt sich jetzt, wie das mit dem Einfangen überhaupt wieder funktionieren soll. Und vielleicht ist da auf der Ebene auch ein Denken ja passiert, was von Vorteil sein kann in Richtung Datenschutz. Ich will nicht sagen, dass die Lockeren gut sind, aber dass man vielleicht eine andere Herangehensweise finden muss für die Zukunft. Ja, und bevor wir jetzt gemeinsam starten und über den einen oder anderen Punkt nochmal reden und ich vielleicht auch nochmal ganz konkret sage, was bei uns in der Schule dann passiert ist und was sich getan hat, gerne im Austausch auch mit euch, so eine kleine Frage oder haben wir so eine kleine Frage vorbereitet. Und die würde ich jetzt gerne mal starten. Und ja, dann macht ihr da mal kurz mit und dann blende ich die Ergebnisse ein und dann wissen wir ja schon, wer so denkt wie ich oder wie wir und wer das vielleicht ganz anders sieht. Also einmal ja, einmal nein. Dann bei den Fragen haben wir auch einmal nein und einmal ja mit der Einschränkung, wenn wir hier den Aspekt Digitalisierung fokussieren. Und einmal nein, sehr provokativ, aber ich kann zumindest einen Innovationsschub bestätigen. Also ganz klar zu diesem einen ja oder nein, bezieht sich auf Digitalisierung, keine Frage. Ansonsten für uns selbst, für die Kinder und Azubis, ist es natürlich, das Soziale fehlt, keine Frage. Also es geht in dem Fall mit der Projektbrille Digitalisierung und diesen Innovationen, mit dem Fokus haben wir das betrachtet oder habe ich das betrachtet und formuliert und alle anderen Dinge, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, hat natürlich auch mega Nachteile. Aber für diesen einen Schub aus der Projektsicht ist in 2 Wochen mehr passiert als in dem Jahr davor. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze jetzt und ihr dürft erzählen. Ich werde antworten und auch berichten und wir gehen in den Austausch, bis ich dann irgendwann, ich habe noch eine Folie vorbereitet, die kann ich vielleicht auch schon mal einblenden. Ihr könnt auch gerne jetzt eure Kameras einblenden, wenn ihr möchtet. Dann wird das Ganze auch ein bisschen persönlich in der Diskussion. Ansonsten kann ich ja noch ein bisschen erzählen, wie wir als Schule vorbereitet waren auf den ganzen Fall, nämlich so gut wie gar nicht, aber das ging wahrscheinlich einigen Schulen so, dass es nur wenige Klassen gab, die, also es ist ja in der Berufsschule immer noch ein bisschen anders, die kommen ja im Block, viele sind im Betrieb und die mussten halt erst auch mehr dahin und wir hatten halt, also es gab kaum Kommunikationsplattformen, die viele Kollegen haben die ersten Wochen damit zugebracht, Kontakt aufzubauen und E-Mail-Adressen einzuholen, um mal voranzuschreiten, während die Klassen von mir schon, also die hatten alle ein Endgerät, Bring Your Own Device, war flächendeckend in 3 Klassen. Wir haben mit verschiedenen Kommunikationsplattformen gearbeitet und für uns hat sich quasi nicht viel geändert. Und das war auch der große Vorteil, warum dann, oder der Punkt, warum so viele nachgefragt haben, wie wir das denn machen. Wir haben dann für die ganze Schule erstmal das Schnellste, was ging, ein großes Padlet aufgelegt, damit die Kollegen ihre Azubis erreichen und versorgen können. Ja, und dann fing das halt so langsam an, dass immer mehr Kollegen offener wurden für diese ganzen Sachen. Es gab aber auch die gesagt haben, wenn ich sie nicht erreiche, dann ist das halt so, mit Digitalisierung mag ich mich nicht beschäftigen. Aber das waren die Ausnahmen, die gibt es ja dann auch überall. Ja, aber im Großen und Ganzen hat sich da ganz viel bewegt. Jetzt hatte ich vorhin wieder ein Meeting mit einem Kollegen, der also auch kurz vor der Pensionierung steht. Das hat dann nichts zu bedeuten, aber der will jetzt auch mit Microsoft Teams und seine Klassen erreichen und diese ganzen, ja, auch so kleine Prüfungen abnehmen und dies und das und jenes. Und das sind halt ganz viele Momente gewesen, mit denen ich vorher einfach nicht gerechnet hatte, wo es immer nur hieß, um Gottes Willen, und Handy in der Schule, das
alles grundlegend verboten. Und da passiert halt auf der Ebene, was die Offenheit angeht, zumindest ganz viel im Denken. Das andere ist natürlich, und das habe ich bei den Fragen, die wir gerne besprechen können, auch aufgeschrieben, was muss man eigentlich davon einfangen, dass halt dieses nur Verteilen von Arbeitsblättern noch kein digitaler Unterricht ist und dass man auch in die, ja, auf die 4Ks immer noch schauen muss und das Ganze irgendwann in Bahnen rücken, dass da auch ja, didaktische Konzepte dahinter liegen, wenn man solche Dinge weiter einsetzt und nicht nur diese Vorteile, dass vieles auch einfacher werden kann, dann in den Schulen hat und der, ja, und quasi eine Verschlechterung eintritt. Ja, das kann natürlich auch passieren. Und da fragen wir uns auch in einem Netzwerk, was wir in Hamburg betreiben, natürlich, wie muss Schule das angehen, wenn die Normalität eintritt, um das einzufangen. Aber vielleicht fragt ihr euch das ja auch. Wir fragen uns das und ich weiß es noch nicht, weil die Aufgaben, mit denen wir uns aktuell rumschlagen, ist so alles am Laufen zu halten und zum Laufen zu bringen. Und in den letzten Wochen ganz klar diese Office 365 Geschichte. Würde nicht sagen, dass ich da mittlerweile Profi bin, aber wir arbeiten auf Ebenen, da hätte ich sonst eigentlich immer unseren Admin hingeschickt. Aber das geht schneller, wenn man das selbst macht und mit dem Austausch. Ja, und die Möglichkeiten sind tatsächlich ungeahnt, was uns Microsoft da bietet, nicht nur mit Teams und den anderen Produkten. Das ist unglaublich. Und das macht dann auch Spaß, wenn es funktioniert. Oder ist jemand dazugekommen? Ann-Kathrin. Aber ich höre dich auch nicht. Sag nochmal bitte was. Sorry, man musste sich erst unmuten. Jetzt. Genau. Magst du schon was sagen? Ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich warte ja, dass irgendjemand was sagt. Ansonsten, Lehrer können ja Stunden erzählen und das wird aber dann irgendwann langweilig. Das stimmt. Ich habe bei der Umfrage Nein gesagt. Einfach aus dem Grund, weil ich gerade, also natürlich diesen Innovationsschub, den sehe ich auch, aber was ich schwierig finde, ist das quasi die Arbeit, die wir irgendwie in den letzten Jahren geleistet haben von, ich sag mal, einer sinnvollen Digitalisierung, wenn man das so nennen möchte, die wird teilweise zunichte gemacht gerade einfach dadurch, dass es so Knall auf Fall und Hauptsache digital. Ich hatte das in einem anderen Call auch mit Schulen und so und da sagte ein Schulleiter, lieber schlecht digital als gar nicht digital. Und das ist so oftmals so das Mantra, was ich so mitkriege, so dieses, auch wenn die Hochschulen jetzt alle sagen, wir haben innerhalb von 3 Tagen unsere Lehre umgestellt, dann denke ich mir immer, das kann nicht gut sein. Also das kann, didaktisch kann das nichts Gutes sein, weil ich sehe das selber bei meiner Lehrveranstaltung, das dauert ewig. Und ne, auch Kai, was du sagst, die Prozesse, das dauert ewig. Und deshalb, so sehr ich den Innovationsschub begrüße, so sehr sehe ich doch, dass quasi dieses, wo ist Digitales wirklich ein Mehrwert und wo wird das jetzt quasi einfach alles in Zoom-Meetings übersetzt, weil es irgendwie am einfachsten und am schnellsten geht. Das finde ich wahnsinnig gefährlich. Das ist das eine. Und der andere Punkt, warum ich Nein gesagt habe, ist, dass dadurch, wie es gerade an vielen Stellen gehandhabt wird, und es gibt natürlich auch viele Leute, die sich wirklich intensiv damit auch auf eine sehr, sehr reflektierte und kritische Art beschäftigen, ist, dass das jetzt irgendwie gerade so eine Notlösung ist. Und das, wo wir immer gesagt haben, wir leben in einer digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt und wir müssen einfach diese Kompetenzen aufbauen und Schülerinnen und Schüler müssen entsprechende Kompetenzen erwerben, das ist nicht mehr Fokus, sondern es ist jetzt gerade, wir können uns nicht sehen und das, was wir haben, ist digital. Und meine Sorge ist, dass es immer diese Notlösung bleibt, dass es nicht gesagt wird, das ist was Gutes in sich oder das kann einen guten Mehrwert bieten, sondern es ist immer das, was wir machen, wenn das Ordentliche der Präsenz nicht geht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Ich will mich jetzt aber auch nicht dazwischen schieben, denn Karl hat sich ja auch mit ins Bild gebracht. Vermutlich würdest du direkt was dazu sagen. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich hervorragend. Sehr gut. Wunderbar. Also ich bin ja auch in der Lehre in der Universität tätig, jetzt nicht aus der Schule und ich sehe das ganz ähnlich wie Ann-Kathrin, ganz ähnlich kritisch, dass man nicht in 3 Tagen digitalisieren kann, dass das aber das ist, was ich auch oft beobachte und dass die Zeit, die wir reinstecken, in die gute Digitalisierung von Lehre einfach auch nicht gewürdigt wird. Hinzu kommt, dass die Studierenden oftmals bei uns auch sich scheinbar darauf ausruhen, auf diesen digitalen Wegen Lehre zu machen. Man ist ja nicht physisch anwesend. Ne? Man hat weniger Druck, in Anführungsstrichen, eine Aufgabe zu erledigen, wenn man den Dozenten nicht sieht und die Aufgabe nicht persönlich übermittelt wurde.
Und wir haben ehrlich Sorge, dass das, ja, dass das, was wir jetzt digital machen, dass es dann irgendwann heißt, das hat ja jetzt so funktioniert, ganz gut, jetzt macht das mal weiter so und baut das mal noch ein bisschen aus. Da sägen wir an unseren eigenen Stühlen, habe ich so immer habe ich so ein bisschen den Eindruck langsam. Ja, also da kann ich zu sagen, die Angst hatten einige meiner Kollegen und Kolleginnen hier in der Schule auch, aber schon bevor das Ganze anfing, dass die Digitalisierung irgendwann dazu führt, dass unsere Schüler nur noch Videos gucken und irgendwelche Online-Tests bearbeiten. Und ja, ich hoffe mal nicht, dass das so kommt. Wir wissen ja alle, dass diese Interaktion und das Soziale ein ganz großer Punkt ist und dass wir als Dozenten und Lehrer natürlich einen großen Einfluss haben, wie diese Prozesse ablaufen und dass eine Beziehungsebene eine große Rolle spielt. Und das bekomme ich über solche Medien natürlich schwierig transportiert. Das Ganze ist auch ein Stück weit Notlösung, ganz klar. Wir befinden uns in einem Referenzrahmen und das merken wir jetzt einmal mehr hier an Schule. Wir haben Prüfungen, es gibt feste Zeiträume, in denen irgendwas ablaufen muss. Und wenn in der letzten Woche oder vor 2 Wochen kam, glaube ich, die behördliche Information, dass wir jetzt doch Noten machen müssen, dass es regulär Zeugnisse gibt, dass Prüfungstermine, mal werden sie verschoben, mal nicht. Und die Auszubildenden müssen dann irgendwann in den Prüfungssystem. Und wir wissen, alle Prüfungen lassen sich noch schwerer so eben mal kurz verändern. Das heißt, alle Kollegen wissen, diese Notlösung muss heißen, das, was ich sonst im Unterricht gemacht hätte, muss ich den Azubis irgendwie, und ich spreche jetzt nur mal von Azubis in unserer Schule, zur Verfügung stellen, dass das dennoch alles irgendwie klappt. Das heißt, da laufen so viele Dinge zusammen, dass ich so viele Seiten verstehen kann, wie das aktuell läuft. Und ich erlebe aber auch auf der anderen Seite, und jetzt muss ich wieder von einem Beispiel von meinen Klassen reden, was ich noch vor einem halben Jahr versucht habe, dass sich Lerngruppen finden, also wenn die jetzt 10 Kilometer auseinander wohnen, dann ist es für Auszubildende manchmal schwierig, irgendwelche Projekte zu bewältigen und mal zusammenzuarbeiten vernünftig. Und Birgit hat das eben erlebt, dass ich 2 Minuten bevor wir angefangen haben, über Teams von einer Gruppe von 12 Schülern angeklingelt wurde, nochmal, ob ich nochmal bitte in den Raum dazukommen könnte, weil sie gerade ein Projekt bearbeiten und müssen in einem Fahrzeug was nachrüsten, in einem Stromlaufplan, sind voll an ihren Grenzen, tauschen sich da aus, spiegeln Bildschirme, all das, was ich mir in den Wochen und Monaten davor gewünscht habe, das passiert jetzt. Und das schaffe ich irgendwie auf diesem Weg und natürlich mit der Chance, sie dürfen sich anders nicht sehen. Ja, entstehen solche Dinge und ich bin mir sicher, dass sie das mitnehmen werden. Das heißt, wenn es irgendwann wieder normal läuft, wird diese Gruppe in der Lage sein zu sagen, Mensch, lass uns Nachmittag bei Teams oder wo auch immer treffen. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Wir wissen jetzt, wie man eine E-Mail schreibt. Wir wissen, wie dies und das und jenes. Und ja, und das war natürlich ein Stück weit eine Chance auch auf dieser Ebene. Und das passiert tatsächlich. Das genieße ich gerade. Mit Blick aus der Lehre und auch, was du eben, Karl, was du angesprochen hast, dass man sich in den Präsenzunterricht, und den haben wir auch, zuschalten kann. Und ich habe keine Ahnung, was die im Hintergrund machen, ob die Essen kochen oder wieder schlafen und sich dann 12 Uhr wieder ausloggen. Das merkt man dann erst, in den Überprüfungen oder Fachgesprächen, die dann stattfinden, wer dann wann nun wirklich dabei war oder nur seinen Monitor anhatte. Aber Ann-Kathrin hat sich gemeldet, habe ich gesehen. Ja, ich hatte mich, also weil du gerade sagtest, du glaubst, dass das bei deinen Lerngruppen auch nachhaltig einen Effekt haben wird. Da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Also auch das, was Claudia gerade im Chat geschrieben hat, dass natürlich es Schulen auch gibt und auch Hochschulen, die fangen gerade an und wollen das dann weitermachen. Aber was ich frage mich, ob das wirklich etwas ist, worauf wir uns verlassen können. Einfach, weil wir ja alle merken, wie aufwendig und wie anstrengend das ist. Ich meine, die meisten wussten das schon vorher, aber jetzt beschäftigen sich mehr damit und stellen fest, das ist ja vielleicht doch gar nicht so einfach. Und wenn wir uns wieder alle sehen und quasi Aufgaben und Aktivitäten, die jetzt gerade wegfallen, einfach weil man sich nicht sehen darf, wenn die wieder dazukommen, dann frage ich mich, wie groß noch die Motivation ist, Energie in so didaktisch sinnvolle Lehr-Lern-Szenarien zu stecken, die irgendwas mit digital zu tun haben. Und mein Gefühl ist gerade, dass das auch damit zusammenhängt, wie lange das jetzt dauert. Also je normaler das wird und je länger wir jetzt in dieser Situation sind, desto mehr, glaube ich, wird es auch nachhaltige Effekte geben, ohne da jetzt sagen zu können, das ist eine Zeitspanne. So, wir machen das 6 Monate und dann ist es normal geworden. Aber ich glaube, das ist nicht ein normaler Schluss, dass nur weil es jetzt funktioniert, es dann später auch funktioniert, weil das eben im Kopf die Notlösung ist. So, und nicht dieses,
es hat wirklich, das ist eine Chance für uns für eine gesamte Weiterentwicklung des Bildungssystems. Ja, also aus der einen Sicht stimme ich dir da voll zu. Aus Sicht meiner Schüler, ich glaube, die sehen das nicht als Notlösung aktuell. Für uns Lehrer wahrscheinlich schon. Da hast du den Fokus, da muss irgendwas passieren und das geht jetzt auf dem Weg und für viele funktioniert es vielleicht auch irgendwie. Da ist das die Notlösung, aber tja, ist das für die anderen auch die Notlösung? Den Eindruck habe ich aktuell nicht. Eher so die Hoffnung, dass die tatsächlich Dinge mitnehmen für, also eine Kompetenz zusammenzuarbeiten, auch wenn man sich nicht sehen kann. Projekte zu bewältigen, zusammenzuarbeiten und die Chancen zu nutzen, die es einfach gibt. Aber ist das dein Eindruck oder ist das das, was die Studierenden denken? Ja, das ist, glaube ich, mein Eindruck gewonnen aus meiner Wahrnehmung, die ich aktuell sehr intensiv mache. Vielleicht noch mein Eindruck. Ich gehe mal davon aus, dass auch im nächsten Schuljahr Präsenzunterricht nicht unbedingt die Regel sein wird. Also das ist immer noch eine Kombination aus Präsenz und Distanzlernen geben wird. Und ist daher, aber die Rahmenbedingungen stehen ja immer noch nicht fest. Das heißt also, wie wäre denn jetzt in der aktuellen Situation? Also wenn wir jetzt im Sommer dann ja das die Aufgabe steht, Blended Learning Konzepte zu entwickeln, aber man weiß bis jetzt noch nicht genau, wird es wirklich so sein oder nicht? Was bleibt dann anderes übrig, als jetzt mit schnellen Notlösungen zu kommen, wenn jetzt die Rahmenbedingungen auch noch nicht so richtig klar sind? Also ich glaube, wir haben keine andere Chance, als das zu verbessern, was jetzt gerade läuft oder beziehungsweise erstmal weiter aufzubauen. Denn von den Dingen, über die ich gerade spreche, das sind an unserer Schule sind das vielleicht 10%. Ich weiß, dass viele also nicht viel Kontakt zu ihren Schülern haben. Und das, also bis das alles steht, dann ist auch das komplette Jahr um, da bin ich mir ganz sicher. Und das sind halt Punkte wie die Offenheit, ich mache das nicht, bis hin zu, es ist schwierig umzusetzen und alle müssen das lernen. Und ganz ehrlich, mit meiner großen Affinität zu den ganzen Sachen, manchmal komme ich an meine Grenzen, wenn es eine Zwei-Faktor-Autorisierung bei Microsoft gibt und ein Schüler kriegt das absolut nicht hin, dann gehen da mal eben auch 2 Stunden weg, bis ich den über Fernwartung plötzlich so weit habe, dass der an Teams mitmachen kann. Und wenn ich dann denke, okay, das war für mich jetzt schon grenzwertig, was machen die anderen Kolleginnen und Kollegen? Vielleicht werfen wir nochmal einen kurzen Blick in den Chat. Da haben sich Teilnehmende gemeldet, die leider sich nicht, wo das Mikro streikt, an Marianne hat geschrieben, wir haben im Tandem zuletzt die Veränderungen im Kontext von Flipped Classroom besprochen und dabei festgestellt, dass es eben darum geht, ein Stück weit Kontrolle loszulassen. Das fällt allen Beteiligten, Lehrenden und Lernenden derzeit noch schwer. Es ist sicher ein Entwicklungsprozess und es braucht Zeit. Und Claudia hat an dich gerichtet, Kai, geschrieben, gab es denn an eurer Schule Beratungen, Diskussionen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen, wie man in der präsenzfreien Zeit das gemeinsame Arbeiten mit digitalen Medien ausgestalten könnte? Also welche Medien nutzen, wie vorgehen, welche gemeinsamen Regeln aufstellen? Ja, aber nicht strukturiert. Das ist eher auf dem Weg, okay, ich kann das ja mal für die Videokonferenzen ein Stück weit aufdröseln, dass wir dann natürlich irgendwann mit der ersten schnellsten Plattform angefangen haben, die einfach war, das war Jitsi, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Dann war Jitsi über einen Link zu verschicken ziemlich gut erreichbar für alle. Also das ging ganz gut. Hatte den Nachteil, dass am Anfang der Corona-Zeit natürlich totale Überlastung war. Tagsüber fast unmöglich, abends ging es ganz gut. Dann stieg das alles auf Zoom um und dann ging es mit Zoom weiter und man kam dann auch an sein Limit, beziehungsweise hat irgendwann auch festgestellt und gelesen, dass es vom Datenschutz her, ja, dann kann man es auch gleich in die ganze Welt posten, so ungefähr. Dann sind da wieder viele abgesprungen. Und ja, dann hat die Behörde irgendwann nach mehreren Wochen mal ein Tool auf den Markt geworfen, was funktioniert, was aber natürlich wieder sehr umständlich war. Ich glaube, das war WebEx, was sie jetzt nutzen dürfen. Und ja, mittlerweile ist es Microsoft, als wir unseren Tenanten dann endlich bekommen haben. Aber das steht und fällt jetzt mit dem Einpflegen von Klassen und Kollegen, um das aufzubauen. Und für die Videokonferenzen, um das nochmal abzurunden, gab es natürlich dann ganz schnell Empfehlungen, okay, wie macht man das eigentlich? Alles stummschalten, am besten zu zweit mit Moderation, allein wird das unübersichtlich und so weiter und so fort, bis man die ganzen Tipps und Tricks hatte, auch zu wissen, dass die Schüler sich gegenseitig rauswerfen können und stumm und schalten und laut.
dass man dein System fand. Dann haben wir die Kollegen schon beraten und da gab es auch von mehreren Seiten Informationen von der Universität über Twitter und an allen möglichen Stellen hatte man so Leitfäden für diese Konferenzen. Das haben wir schon ins Kollegium getragen, ja. Zumindest die, die man erreichen konnte. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die Frage damit beantwortet ist, aber das eine Beispiel. Und Diskussionen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen, also dass ihr die Schüler da noch mehr eingebunden habt, Schülerinnen und Schüler? Also in dem Prozess, wie die arbeiten wollen, haben wir sie nicht eingebunden, weil wir erst im ersten Schritt erstmal froh waren, dass wir sie überhaupt einbinden können. Und die Klasse, die ich jetzt gerade da habe, die hat ihren ersten regulären 2-Wochen-Block mit einem bestehenden System am Freitag hinter sich und die werden evaluiert. Also die bekommen eine Abfrage über den ganzen Prozess, dann könnte ich auch was dazu sagen. Aber dadurch, dass die halt immer 2 Wochen da sind und 2 Wochen weg, ist halt jetzt die Gruppe am Anfang der Corona-Zeit da gewesen und jetzt das erste Mal 2 Wochen in einem bestehenden System. Das heißt, danach können wir mit denen ins Gespräch gehen und sagen, okay, was fandet ihr eigentlich daran gut, was war schlecht, was hat euch geholfen, was sollten wir vielleicht ändern? Das kann jetzt das erste Mal laufen. Vorher war es leider noch nicht sinnvoll. Aber jetzt können sicher alle mitreden und das machen wir auch, falls das gemeint ist mit der Diskussion. Ja, ich denke schon. Ja, genau. Claudia hat hier gerade geantwortet, mir geht es eher um die Aushandlungsprozesse zwischen den Lehrkräften und Schülerinnen. Dahingehend eine neue Kultur zu etablieren, hat vermutlich ein großes Potenzial für die Nach-Corona-Zeit. Ja. Okay, ja, da kann ich auch was zu sagen. Und zwar direkt aus dem Projekt heraus haben wir im großen Stil angefangen, das Kollegium zu befragen, also mit einer Kollegiumsbefragung, auch vor Corona, während und nach Corona, wie sie den Prozess wahrnehmen und das natürlich auch mit Blick auf die Lehrprozesse und Medien, die sie einsetzen. Da haben wir mit unserem Partner der TUHH zusammengearbeitet. Die haben da diesen Fragebogen quasi erstellt und das Kollegium wurde befragt und im nächsten Schritt, und das wird wahrscheinlich in nächste Woche, na, diese Woche vielleicht nicht mehr, aber nächste Woche veröffentlicht, dann werden die Schüler auch befragt. Also das ist der zweite Schritt, um halt aus diesen Erfahrungen auch lernen zu können und was daraus ziehen zu können. Also es sind 2 große Befragungen, die dann auch von der TUHH ausgewertet werden und so uns ans Kollegium zurückgespiegelt. Und das ist dann aber aus dem Projekt heraus. Und da sind wir natürlich auch gespannt, was da passiert. Ann-Kathrin? Ja, weil du auch gerade das mit den Befragungen angesprochen hast, also was wir zum Beispiel, was ich in meiner Lehre auch gemacht habe, wir haben auch die Studierenden befragt, erstmal gesagt, wie ist denn eure Lernsituation gerade? Also habt ihr überhaupt einen Ort zum Lernen? Welche Technik steht euch zur Verfügung? All solche Fragen. Ich weiß nicht, ob das in der Schule, wie das in der Schule ist, aber in der Hochschule wird einfach irgendwie vorausgesetzt, dass jeder das alles hat und auch so, das fängt schon an. Und ich meine, das merken wir ja auch jetzt mit, ne, hat man eine Kamera, hat man ein Mikro, hat man eine stabile Internetverbindung, all solche Sachen. Das finde ich so schwierig und das meinte ich auch mit diesem sinnvollen Umgang, weil es wird irgendwie, es gibt diese ganzen Zoom-Konferenzen und Lehrveranstaltungen ist irgendwie alles über Zoom. Und es wird halt nicht so richtig oder nicht immer bedacht, ob die Lernenden auch das nötige Equipment und die nötige Voraussetzung haben. Selbst wenn sie irgendwie technisch super ausgestattet sind. Also wir haben Studierende irgendwie, die wohnen zu Hause irgendwie mit 5 Leuten in einer 2-Zimmer-Wohnung. Da brauchst du gar nicht versuchen, dich irgendwo eine ruhige Ecke zu finden. Und das sind so Fragen, wo ich so denke, das wird halt nicht berücksichtigt. Und das finde ich so schade. Und das ist dieses, wo es auch um die Aushandlungsprozesse, deshalb finde ich das so spannend, die Lehrenden, und das ist ja egal, ob das ein Lehrer in der Schule oder ein Dozierender an der Hochschule ist, der sagt dann, boom, ist es. Mir ist völlig egal, ob ihr das könnt, ob ihr damit umgehen könnt, ob das für euch funktioniert, wir machen das so. Und ich, so wirklich diese Aushandlungsprozesse, wie wollen wir das jetzt gemeinsam machen, das wäre halt schön, wenn das mehr kommt, was natürlich aufgrund der kurzfristigen Zeit irgendwie schwierig wäre. Aber ne, jetzt haben wir ja die Chance, weil wir wissen ja, ich meine, das nächste Semester oder auch das nächste Schuljahr, das wird auch nicht voll in Präsenz stattfinden. Aber ich weiß nicht, ob jetzt wirklich so ein Umschwung kommt, dass man sagt, okay, wir haben es jetzt erstmal aufgesetzt, besser schlecht als recht, aber irgendwie steht da irgendwas. Und jetzt nutzen wir die Zeit irgendwie über den Sommer und entwickeln mal gute Sachen, sodass wir dann irgendwie nach dem Sommer neu und sinnvoll starten können. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu pessimistisch, aber weiß es nicht, bin da irgendwie skeptisch, dass wirklich diese Aushandlungsprozesse da so stattfinden, wie sie könnten. Ich würde darauf gerne direkt reagieren. Ich glaube, dass wir uns jetzt in einem Prozess bewegen, wo wir natürlich jetzt einen gewissen Druck haben, zu reagieren. Und das gilt, glaube ich, sowohl für Schule als auch für Hochschule gleichermaßen. Das sind sehr ähnliche
Entwicklung gerade oder auch Diskussionen im Moment. Und ich glaube, dass man zwar jetzt einen Druck hat und gewisse schnelle Lösungen irgendwie basteln muss, aber das verhindert ja nicht, dass man sich da noch weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass es gut ist, dass man jetzt initial daran musste. Und wir haben zum Beispiel auch, also ich habe deswegen dieses Flipped Classroom eingebracht, weil wir hatten das bei uns in der Lehre, wollten wir das machen. Schon letztes Jahr hatten wir das überlegt, dass wir ein Modul so umgestalten. Dann haben wir gesagt, ach, damit warten wir jetzt erstmal noch, weil das ist ja jetzt schon wieder irgendwie, wie das so ist, die Semester, die rauschen so durch. Ja, und jetzt haben wir das dann tatsächlich so gemacht und umgedreht und wirklich dann halt versucht mit Erklärvideos und so weiter. Und das ist auch schon so zu einem Punkt, wo wir sagen, das ist schon gut, aber da ist natürlich immer noch Verwässerungspotenzial. Und das ist ja die Hoffnung, dass man die erste Hürde genommen hat und darauf aufbauend jetzt einfach auch die Erfahrung mitnehmen kann und in die nächsten Semester oder Schuljahre oder wie auch immer. Und was ich total spannend finde, ist tatsächlich, dass die Beteiligten einfach an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen ihre Denkmuster vielleicht auch im Kopf so ein bisschen anpassen müssen, weil man muss wirklich ein Stück weit Kontrolle, deswegen habe ich das so in den Chat geschrieben, abgeben, und zwar insofern, dass man teilweise gar nicht so mitkriegt, passiert da jetzt was, arbeiten die, und das ist schon gewöhnungsbedürftig für alle Beteiligten. Also das ist, aber es ist auch eine große Chance. Also wir haben jetzt für uns festgestellt, dass letztlich da wirklich gut was entsteht, weil man einfach, aber es ist ein anderes Lernen. Es ist ein anderes Lernen, und ich glaube, dass man da erstmal Jahre braucht, wenn man so einen gewissen Denkwechsel hat und einfach nicht mehr alles vorgesetzt, sondern wirklich sehr viel Eigeninitiativ und einfach einen anderen Zugang. Also dass man mehr Lernräume zum Beispiel schafft an der Stelle. Von daher glaube ich, es ist ein Impuls, es sind erste, die Eisenbahn ist auf der Strecke und dann müssen wir weiter mitfahren sozusagen und mitgestalten im besten Fall. Dazu würde ich gleich reagieren, Marianne. Ja, gerne. Also mein Problem ist gar nicht so dieser Perspektivwechsel, ja, Studierenden mehr Räume zu geben. Ich gestalte meine digitale Lehre auch so, dass ich denen ganz viel im Moodle-Kurs ganz viel Raum gebe, Video-Chat-Räume eröffne, Etherpads eröffne, wo sie eben sich selber auch einfach austauschen können erstmal. Oder eben auch Aufgaben, die sie 14 Tage Zeit haben zu erledigen, dass sie dort einen Raum haben, wo sie sich austauschen können. Und dann machen die das schon. Das ist, glaube ich, gar nicht so mein Problem. Der große Unterschied bei uns im Vergleich zur Schule ist der, dass wir ziemlich, also noch festere Strukturen haben. Wir haben unsere Module, wir haben Prüfungsleistungen am Ende, wir haben Ziele und Inhalte, die wir erreichen müssen in einem halben Jahr oder also nicht mal ein halbes Jahr, 15 Wochen. Das ist in der Schule ein bisschen anders, würde ich sagen. Ne? Klar gibt es da auch Rahmenpläne und so weiter, aber wie bewertet wird, ist letztendlich ziemlich offen. Also ich kann, wenn ich eben es nicht schaffe, meine Klassenarbeit zu schreiben, dann ist es eben so, aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation. Ich kann aber nicht sagen, es ist eine außergewöhnliche Situation, meine mündliche Prüfung am Ende des Moduls, naja, da habt ihr jetzt alle mal bestanden. Das funktioniert halt nicht so ohne weiteres. Ich glaube, das ist eher so mein Punkt, an dem ich hadere, was diese digitale Semester auch angeht. Also ich glaube, dass es auch da zum Teil sehr stark mit den Standorten zusammenhängt. Also zumindest bei uns ist es jetzt auch so, dass auch da gewisse Offenheiten geschaffen wurden. Ich glaube, das ist dann sehr standort. Und tatsächlich man da auch mehr Möglichkeiten hat. Zumindest bei uns ist das jetzt so. Aber klar, was so ist, dass man natürlich gewisse Inhalte durch, aber das meine ich ja. Dieses, man will gewisse Inhalte durchbringen, heißt ja, man hat gewisse Lernziele, gewisse Inhalte. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn dann hinten nicht das rauskommt, was man im Vorfeld sozusagen wollte, die Inhalte müssen am Ende aber in den Köpfen, sage ich jetzt mal, sein, dann ist das ein Stück weit Kontrolle abgeben. Da sind aber vielleicht andere Prozesse gelaufen, die unter Umständen, sind ja so andere Lernprozesse, die dann irgendwie stattfinden. Aber ich glaube, dass es nicht so im klassischen Sinne ist, wir haben den Input und am Ende fragen wir es ab. Sondern es ist, sind andere Lernsystematiken oder andere Dynamiken, die da laufen. Ich würde vielleicht mal auf die Frage von Claudia im Chat reagieren, die ja gefragt hat, Lernstudierende jetzt besser oder authentischer auf den Unterricht vorbereitet werden. Also ich sehe das bei meinen Lehramtsstudierenden schon. Also ich mache ein Seminar zu Medienkompetenz, das bietet sich jetzt gerade auch an.
und habe da Lernstudierende für Berufsschullehramt und aber auch Primar- und Sekundarstufe 1. Und die reflektieren jetzt schon ganz anders. Also, dass sie schon auch sagen, okay, so, sie sind jetzt in der lernenden Situation und kriegen ganz viel mit und sehen auch, wie wild das manchmal sein kann, wenn irgendwie jeder sein eigenes System nutzt und also was man da schon merkt, jetzt unabhängig von dem Fachlichen, was wir da machen, dass die schon auch viel mitkriegen, wie kann es laufen, was finden wir gut, womit kann ich auch selber gut umgehen, und die tauschen sich auch viel untereinander aus, dass wirklich auch sie merken, okay, nur weil ich zum Beispiel Video eine gute Form für mich ist, ist das für meine Kommilitonen vielleicht nicht so. Also das glaube ich schon, dass die da auf jeden Fall sensibler dafür sind. Und auch, was ist guter Einsatz? Also ich glaube, wie mache ich das? Also so die Aspekte der Mediendidaktik, die kommen jetzt nicht von alleine, aber so eine Sensibilisierung dafür, wie kann das eingesetzt werden? Welche Fragen stellen sich dabei? Ich glaube, das findet schon statt und das ist für die Lernstudierenden, finde ich das super. Okay, ich kann ja noch mal ganz kurz was zu dem einen Punkt sagen, was diese Abfragen angeht. Ich glaube, wir haben uns alle ein Stück weit Gedanken gemacht, wer überhaupt in der Lage ist, aktuell zu arbeiten. Also nicht nur von den Kindern zu Hause, die plötzlich aus der Grundschule Informationen bekommen haben, die sie nicht nur gedruckt haben müssen, sondern auch plötzlich gab es das Padlet und gab es dies und das und jenes und dann noch eine Online-Plattform, wer das eigentlich alles umsetzen kann und wer nicht. Und in der Berufsschule gab es zusätzlich noch die Problematik, okay, wer darf denn eigentlich zu Hause lernen und wer muss eigentlich in die Firma, in den Betrieb? Und das war alles nicht geklärt. Und das waren so die Schwierigkeiten, die wir natürlich vor den Blockbeginn abfragen mussten. Mit wem haben wir denn eigentlich ab Montag zu rechnen und mit wem können wir erst ab abends das Webinar oder diesen virtuellen Unterricht stattfinden lassen und so weiter und so fort. Und das wurde schon im Vorwege abgefragt. Vielleicht nicht an allen Stellen, aber das waren natürlich Voraussetzungen, über die wir uns Gedanken machen mussten. Und zusätzlich kann ich jetzt wieder von den drei Klassen sprechen, die von mir unterrichtet werden. Bei denen wusste ich halt, dass die einen Rechner haben und dass das funktioniert, weil wir es vorher schon genutzt haben, aber das ist die Ausnahme. Und bei allen anderen hätte ich mich jetzt echt gefragt, okay, was mache ich denn jetzt außer warten oder irgendwen anrufen? Keine Ahnung. Und so unterschiedlich ist das, glaube ich, noch eine ganze Weile, auch nach den Sommerferien an Katrin. Genau, und dann glaube ich, ist aber nicht jeder so, dass er so wie du überhaupt überlegt, haben die das oder haben die das nicht. Also da ist ja schon ein Unterschied. Frage ich mich das, haben meine Lernenden irgendwie alle einen Laptop mit Kamera und Mikrofon oder haben sie es nicht? Da fängt es ja schon an. Frage ich mich das oder frage ich mich das nicht? Genau, aber wer initiiert diese Initiative, dass man sich das fragen muss? Also kann man das von jedem Kollegen oder von jedem Lehrer erwarten, dass er sich das fragt, oder muss das an anderer Stelle? Muss Schulleitung sagen, so, ihr fragt nächste Woche erstmal ab, ihr macht dann das und ihr macht das. Das erlebe ich bei uns nicht. Aber vielleicht sind das auch so Schritte, die man irgendwann klären muss, falls das wieder passiert oder falls das weitergeht. Eine Frage war noch im Chat zu der Evaluation. Claudia fragte, ob ihr die Ergebnisse teilt, mindestens im Netzwerk. Ich glaube, wir wollen nicht nur die Ergebnisse teilen, sondern auch diese Umfragen, wenn das dann alles funktioniert, zugänglich machen, dass man die Fragebögen nicht an vielen Stellen in Deutschland entwickelt, sondern auf Dinge zurückgreifen kann. Ann-Kathrin, oder? Ja, die Umfrage für die Lehrkräfte ist auch im Netzwerk schon. Genau, die ist schon da. Für die Schülerinnen und Schüler die Befragung noch nicht. Und der dritte Punkt, um das vielleicht nochmal, also Berufsbildende sind jetzt nicht so viele im Netzwerk, aber es gibt welche aus Paderborn. Ja. Dieses Berufskolleg könnte ganz spannend sein für die Betriebe, also dass wir auch die Lernortkooperation natürlich befragen wollen, um die dritte Position mit einzubeziehen. Wie sieht es denn eigentlich bei den Betrieben aus? Was hat sich für die verändert? Wie haben die das wahrgenommen, diesen ganzen Prozess? Da hatten wir zum Glück nämlich im Vorwege, zumindest für den Kfz-Bereich, auch einige Abfragen. Und ja, da kam mal so gar nichts. Da hat Digitalisierung überhaupt keinen Einfluss und also das gibt es da einfach noch nicht, dieses Stichwort, dass sich da irgendwas verändert im Beruf oder im Lernen. Und ich glaube, an der Stelle ist auch einiges passiert. Zumindest aus den Gesprächen mit den Betrieben, die ich jetzt regelmäßig führe, damit sie ihre Azubis endlich auf Arbeit schicken, in die Schule, in Anführungsstrichen, oder das ermöglichen. Und da merkt man schon, dass auch die sich jetzt damit auseinandersetzen. Okay, was geht? Was müssen wir ermöglichen? Wie sieht das aus? Dann machen sich alle Gedanken. Aber das hat zwar jetzt noch nichts mit dem Beruf zu tun, da verändert sich auch ganz viel, aber zumindest auf der Ebene Ausbildung. Ich weiß gar nicht, wie spät ist das eigentlich? Haben wir schon ziemlich lange gesprochen.
Wow. Genau. Wir nähern uns schon dem Ende. Gibt es aber noch Wortmeldungen? Sieht nicht so aus. Erstmal nicht. Ich wünsche mir nur, dass wir über diesen Punkt, ich weiß noch nicht auf welcher Ebene, aber es wird hier im Netzwerk auch stattfinden, reden. Was nehmen wir davon mit? Also mal konkret festhalten, wo, auf was müssen wir aufpassen, wenn es wieder Realität wird? Weil das kann ich zwar schon denken, was da passieren wird, aber so richtig greifbar ist das Ganze noch nicht, auf welchen Ebenen da was passieren wird. Sei es auf Datenschutzebene oder nur weil ich meine Arbeitsblätter digital verschickt habe, ist das digitaler Unterricht, wie man solche Dinge wieder einfängt von den Kollegen, die sich gerade freuen, digital unterwegs zu sein und dabei verschicken sie nur E-Mails. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da im Netzwerk auch jetzt in verschiedenen Formaten da nochmal die Möglichkeit gibt, das Thema aufzunehmen. Da bin ich mir sicher. Und spätestens wenn Anne sich das Video von dem Hangout heute anguckt, wird sie sich dann auch sofort Gedanken machen, wie sie das ins Programm mit integriert, so wie ich sie kenne. Dann ist sie auch wieder gesund. Dann ist sie auch wieder gesund. Genau. Drücken die Daumen, dass es das bald wieder passiert. So. Dann würde ich kurz nochmal die Gelegenheit nutzen und auf die nächsten Hangouts hinweisen. Nächste Woche schon am Dienstag ist es, glaube ich, der 19. Wird Julian von der Pacemaker-Initiative eins gestalten. Ja, und dann geht es Schlag auf Schlag. Also ihr seid herzlich eingeladen, dann wieder mit dabei zu sein. Ansonsten kommen natürlich die Einladungen zu den einzelnen Hangouts wieder über Basecamp, wahrscheinlich dann auch per Mail. Müssen wir schauen. Gut, dann vielen Dank an alle, die heute da waren. Erstmal natürlich vor allem danke an dich, Kai, für den Input, Gerne. diese Kontroverse und vielen Dank an die Diskussionsteilnehmer, die ja, wie ich gesehen habe, heute hauptsächlich aus dem Hochschulbereich kamen. Weniger aus den Schulen, aber ich fand es trotzdem spannend. Ja, dann die Aufzeichnung werden wir jetzt veröffentlichen, wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Das heißt, ihr könnt auch nochmal nachschauen. Und ja, dann bleibt mir jetzt noch allen einen schönen Nachmittag zu wünschen. Wir sind, glaube ich, ziemlich genau Punkt gelandet auf 17 Uhr. Dann, ja. Einen schönen Nachmittag und viele Grüße noch an alle. Danke, tschüss. Tschüss.